Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Show auf YouTube. Und die Show heißt Wer weiß mehr? Und zwar ist es ein Quiz hier auf Minecraft oder beziehungsweise in Minecraft. Wir, beziehungsweise die Kandidaten, die beantworten Fragen, die von mir gestellt werden. Und es sind Fragen über alle Spiele sozusagen. Und wir werden überrascht sein, wer gewinnt. Ja, und rechts, da haben ich wir... Ich gewinne. Sorry. rechts, da haben wir Tristan. Hallo. Und dann daneben haben wir den lieben Michael, der leider nicht reden kann, weil sein Mikrofon doof ist. Und dann haben wir den lieben Gerrit. Ich bin das Letzte. Stück. Und dann haben Ey, wir Leute, noch... Ey, Leute, sollen mich auch mal hören. Ja, jetzt habt ihr auch das doofe Mikrofon gehört. Jetzt wisst ihr auch, warum er gemutet ist. Jetzt mute ich welche wieder und geh in deine Ecke. Oh Mann. Schon wieder. Mhm. Der braucht ganz schön lange. Und dann haben wir noch den lieben Nico. Hail to the King. ja, genau. So, ich würde sagen, dann geht's los. Seid ihr alle bereit? Achso, warte, ich erkläre mal eben kurz für die Zuschauer. Rot ist, glaube ich, Nummer C, weil es gibt genau. A, B und C. Und A rot ist grün, B ist blau, Rot ist C. Ja, da hat der liebe Vortex Plays mal erklärt. Yeah. Der liebe Man erkennt Player. In den Glaskästen, was wir geantwortet haben. Ja. Warum moderiere ich eigentlich deine Show gerade? 1, 2 oder 3. Du hast die Wahl. Vorbei. Nein, falsch. 1, 2 oder 3. Okay. Naja, geht's auch bald los? Oh, die Spieler Moment. Warten sehnsüchtig auf die Fragen. Ich will eigentlich nur nach Hause. Ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten, ich kriege nicht mal Geld dafür. Das ist schon 18.18 Uhr. Ja, dann ist okay. So. Okay, los geht's. Wir können relive. Los geht es mit der ersten Frage. Ich muss mal kurz in meinem Editor gucken. So, die erste Frage. Warte, kann man irgendwie Minecraft so links und so? Sommerwerbel. Nein, bitte keine copyright-geschützte Musik einspielen. Kannst ja irgendwie so ein kleines Lied rülpsen, das kommt auch gut an. Alle meine Händchen und so. Okay, so die erste Frage. In welchem Spiel befinden wir uns gerade? A. Minecraft. B. Minecraft. C. Manic Digger. Ist nicht dein Ernst, oder? Das ist die einfachste Frage, glaube ich. Manic Digger, ich glaube, das ist Manic Digger. Was war B? Nee, oder? Ich frage mich gerade, wie ich jetzt die Punkte machen soll. Ein Punkt auf. Ein Punkt für richtig, keine Punkte für falsch. Ich habe keinen Zettel. Und wenn man zwei Antworten gewählt hat... Ey, du hast keinen Zettel, aber du hast einen Editor. Ja, aber dann muss ich immer wieder... Okay. XD schreiben. XD. So, das hätte man alles planen können. Ja, das hätte man echt planen können. Hättest mich ja... warnen können. Hättest mich ja fragen können. Okay, so. Komm mal, wir wissen Kommen schon wir zur nächsten Frage. Jeder hat einen Punkt. Bitte machen Sie Ihre blauen Punkte wieder klar. Okay. Ach, ist doch blau. Ah, bring mich nicht zum Lachen. Okay. Ja, doch. Oh, Aufgabe 2, Frage 2. Aufgabe. Ja, lach nicht. Hab ich dir erlaubt? Nein. Doch. Also, wer hat Minecraft erfunden? Wikipedia. A. Markus Bergenstern. B. Markus Frisk. C. Markus Persson. Oh mein Gott, ich verstehe gar nicht. Der Noob hört nicht zu. Genau genommen ist das aber eigentlich alles falsch, weil ich war nicht bei den Antworten dabei, ne? Wie die richtige Antwort ist Vortex, weiß ja jeder. Hey, genau. Du hast Minecraft nicht erfunden? Doch klar.
Okay. Der einzige, der es richtig hat, ist Gerrit. Ich hab geraten. Yeah. Wie, der einzige, der es richtig hat, ist Gerrit. Na, ihr anderen habt alle falsch. Ihr habt Markus Bergenstern gesagt. Hä, ich hab doch Rot. Das letzte. Ich hab C, Person. Ach ja. Ich hab A. Ich hab A. C, hey, C ist doch richtig. Stimmt. Ich dachte gerade, bei mir sieht es andersrum aus. Ich muss immer von rechts gucken. Du bist ja, Gerrit ist falsch. Yeah. Ja, Gerrit ist der einzige, der falsch ist. Alles yeah. Fail. Oh. Entschuldigung. Du bist so ein Noob. Können wir das Ding halt wieder wegmachen? Wie bitte? Können wir die wieder runter machen? Ja. Nee, lassen wir alle oben. Hab ich's grad schon. Ich mach einfach alle hoch, hab ich jetzt immer richtig. Entschuldigung. Frage 3. Und so weiter und so fort. Ach komm, sag doch einfach, dass ich gewonnen habe, ist doch sowieso jedem klar. Nee. Aufgabe 3. Welches Spiel ähnelt ein bisschen Minecraft? A. Terraria. B. Portal. C. Counter-Strike. Du willst mich echt verarschen, oder? Ja. Ich dachte, wie erstmal eine Frage, wie, aus welchem Jahr stammt Pong? Okay, alle haben es richtig. Ja, grün ist doch wie richtig, ne? War das so? Ich hab blau gemacht. Oh. Ich muss wegen Gerrits Dummheit so lachen. Ach, Mann. Portal 2 ist so genau so ähnlich. Ja gut, er hat es ja noch nicht gespielt, von daher kann er es nicht sagen. Und da gibt's ja auch Cubes. Mehr oder weniger. Ja, genau. Mehr oder weniger. So, also gesehen ist auch Amnesia Minecraft sehr ähnlich, da gibt's auch Cobblestone. Ja, aber auch Minecraft vor allem. Minecraft gibt's auch. Ja, das gab's aber nicht mal zur Wahl. Ja, trotzdem. Nee. Wir diskutieren jetzt hier stundenlang über die eine Frage. Wann kommt die nächste? So. Frage echt? 4. Ich muss so lachen. Wer ist der beliebteste deutsche Minecraft-Let's Player? Ich mache jetzt mal ein Ding wieder runter. A. German Let's Play. B. Sarazar LP. Oder C. Gronkh. Also, eigentlich ist es ja, naja, ich mache der erfolgreichste, was Abonnenten angeht, ja. Dann ist es wohl klar. Nur ja. Eins hochmachen, bitte. So. Ja, guck. Ich hab sogar gespannt. Ich hab alle drei hochgemacht. Okay, alle haben es richtig. Alle haben jetzt einen Punkt bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gewonnen, nein, Spaß. Wir kommen zur Frage 5. Eigentlich bin es ja ich, ne? Also da fehlt wieder die Antwort Vortex. Nee, das ist geil, TCG, Schleichwerbung und so. Deshalb. Ihr seid eh in der Beschreibung, aber egal. Okay. Ups. Meine Beschreibung kommst du nicht. Okay, ups. Die nächste Frage, ups. Oh, Frage 5 jetzt. Halt den Mund, bitte. Oh Gott, das sind 26 und wir sind bei der 5. Ja. Yeah. Meine Fresse. Welche Firma hat das Spiel World of Warcraft, auch genannt WoW, erstellt oder beziehungsweise gemacht? A. Jagex, B. Blizzard oder C. Mojang? Mojang, na klar. Nee. Und wieder lautet die Antwort Vortex Corporation. Weißt du, war ja klar, dass du es richtig hast. Rate, ich hab keine Ahnung. Ist das ernst? Okay. Wenn ihr wirklich richtig liegt, seht ihr, wenn das nicht angeht. Nicht angeht. Genau. Yee. Okay, also Gerrit und Nico liegen richtig, nämlich mit das ist immer noch Vortex. Blizzard. Achso, ja, da hab ich halt falsch geraten. Ja, genau so wie Michael. Das weiß ich alles von South Park, Junge. Und Michael, Mojang hat nicht WoW erstellt. Also das muss man wissen, dass man nicht erstellt hat. Also. Okay, jetzt nächste Frage. Nummer 6. Frage 6. Welches kleine Unternehmen hat Markus Persson gegründet? A. Mojang, B. Wolf oder Valve? C. Gearbox. Das Unternehmen hat ihn gegründet. Hat. Ja, passiv ist schon schwierig. Okay, du musst dich besser artikulieren. Sagen wir echt. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lern Deutsch, Junge. Genau, Mann. Lern Türkisch. Ich auch gut Deutsch. So, macht jetzt den Block runter jetzt. Ihr habt so. Alles richtig. Ihr habt alles richtig. Schon vorbei? Mojang war richtig, ja, genau. Welches Spiel wurde 1997 angekündigt, aber kam erst 2011?
A, Minecraft, A, Minecraft, B, Duke Nukem Forever natürlich. Haha, ich hab's nicht gespoilert. Ich bin böse. Ich hasse dich. Sorry. Ja, nächste Frage. Keiner hat jetzt einen Punkt bekommen. Oh Mann. Was? Warum hat er die Antwort gesagt, oder was? Ja, er hat die Antwort gesagt. Ja, Witzbold. So, nächste Frage. Frage 8. Wann wurde das Spiel Duke Nukem Forever released? Der stirbt hier gerade. Da ist was kaputt. Das ist echt ein schlechter Witz. Alles gut. Alles gut. Beruhig dich. Ich glaube, wir brauchen Krankenwagen, Station, Vortex. Nicht witzig. Ah, dein Lach ist echt geil. Da werden sich deine Abonnenten...